Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind im Gym. Wir waren gestern auch schon in der Einheit und ich wollte gestern eigentlich schon anfangen, das Video sozusagen zu starten. Aber mein Akku hat tatsächlich nur für das Kreuzheben gehalten. Es gab Sumoheben 3x5 mit 190 Kilo, sozusagen als Intro-Woche, als Intro-Einheit für den kommenden Zyklus. Yes, jetzt sind wir einen Tag später wieder im Gym. Heute gibt's Competition Beuge, Pin Press und die Candido Lifts, also die White Stand Snatch Grip Conventional Deadlifts. Yes, das steht heute alles an, aber vor allem soll es heute so ein bisschen darum gehen, wie der Einstieg nach so einem Wettkampf, also weil mein Wettkampf ja noch nicht so lange her ist, habe ich mir einfach mal gedacht, ein Video dazu, wie man nach dem Wettkampf am besten in den Zyklus einsteigen sollte, beziehungsweise wieder ins Training, wäre angebracht, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Aber lass uns erstmal beugen. Ich glaube 165 für ein 3x5. Let's go! Alright, Einsatzbeuge ist durch. Technisch ein bisschen deutlich besser als im kompletten Peaking, weil ich halt jetzt auch nicht mit so vielen Gewichten arbeite und nicht so der Fokus darauf sitzt, beziehungsweise vor allem jetzt in der Introwoche den Shit durchzugrinden, sondern halt technisch auch ganz gut am Start zu sein, gute Reps reinzubekommen, und es scheint ganz gutes Gewicht dafür zu sein, zumindest im ersten Satz relativ leicht gewählt. Aber ja, lass uns mal anfangen mit dem ersten Punkt, wie man nach dem Wettkampf einsteigen sollte, beziehungsweise ich erzähl einfach mal ein paar Punkte auf, die mir so einfallen. Erstens, wenn ihr Programme verfolgt, also nicht gecoacht werdet oder sonst irgendwas, sondern halt ein Programm verfolgt, ob es jetzt von Pascal zum Beispiel Progress ist oder sowas, oder bald mein Intermediate Program oder sonstiges, würde ich euch empfehlen, nicht in den ersten Zyklus zu steigen mit dem 1RM, was ihr auf dem Wettkampf hinbekommen habt, was vielleicht ein RPE 10 Grinder des Todes war im Peaking, weil ihr halt Peaking Condition hattet. Dann so in den Zyklus einzusteigen, kann halt ordentlich nach hinten losgehen, vor allem wenn, ja, meistens ist es halt so, dass nach dem Wettkampf haben viele so ein kleines Low, was Kraft angeht, Motivation und überhaupt Lust auf Übungen, auf Trainieren. Deswegen würde ich da ein bisschen low-key einsteigen und erst in den kommenden, ja, halt einfach das 1RM so ein bisschen runtersetzen für den ersten Zyklus. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das wäre so die erste Sache. Ansonsten, was ich oft so beobachte, was oft nicht so gemacht wird, wird wieder langsam das Volumen beziehungsweise die Arbeitskapazität steigern, das Volumen steigern. Nicht mit dem Volumen einsteigen, eigentlich einsteigen, was hier im, ja, Hypertrophie-Block oder im hochvolumigsten Block vor dem Wettkampf, vor der Vorbereitung hatte. Das kann halt extrem nach hinten losgehen. Das kann direkt in eine Injury reinführen, also direkt in eine Verletzung. Mein Denglisch ist heute wieder am Start. Also könnte direkt in eine Verletzung reinführen oder in Todesmuskelkater, in wenig Einheiten im ersten Zyklus, weil ihr vor Muskelkater überhaupt nicht gehen könnt, nicht trainieren könnt. Ich würde es halt echt langsam hochtapern, euch vielleicht so orientieren an letzten, ja, schon so vielleicht auch am Peaking mit dem Volumen und das so langsam zu steigern praktisch. Sagen wir, hattet im Peaking 8 Sätze für die Beuge, startet ihr vielleicht Woche 1 mit 8 Sätzen, dann macht ihr 9 Sätze in der nächsten Woche, dann 10 und versucht das langsam wieder. Ihr merkt ja, wie ihr euch fühlt, ob sich das Ganze, ob das verkraftbar ist oder nicht und demnach das Ganze anpasst. Das waren jetzt zwei Sachen, jetzt gibt es noch einen Satz Beuge, dann erzähle ich weiter. Let's go! Alright, der Satz war auch ganz gut. Ein bisschen hier und da misgrooved, aber es passt auf jeden Fall. Yes, vielleicht auf den Punkt, den ich vorher noch angesprochen habe, mit dem langsamen Volumen aufbauen. Ihr müsst euch das halt so denken. Viele gehen dann wirklich in so, weil sie halt direkt wieder praktisch Erfolg erzielen wollen, in
ja, in der Hinsicht zum Beispiel Hypertrophie zu erreichen. Manche, also die meisten Leute machen tatsächlich nach einem Peaking, dann den Deload, dann direkt eine Hypertrophiephase mit relativ hohem Volumen. Wenn man sich jetzt aber denkt, okay, hey, ich hatte vor dem Wettkampf 4 Wochen Peaking, dann eine Woche Taper, also 5 Wochen, dann den Wettkampf, dann noch eine Woche Deload. Das sind ungefähr 6, sagen wir zwischen 5 und 7 Wochen, in der man dann relativ niedriges Volumen hatte. Und dann wieder mit hohem Volumen einzusteigen ist halt, ja, es gibt schlaue Sachen. Dann eine Sache, die ich auch so ein bisschen angesprochen habe, die auf jeden Fall sinnig wäre nach dem Wettkampf, ist wieder die Technik, ein wenig wieder, ja, besser werden zu lassen. Wieder so die Grundzüge wieder reinzubekommen, weil viele relativ sloppy werden in so einem Peaking. Ich auch, jeder, viele zumindest. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, technisch wieder ein bisschen aufzuarbeiten. Yes, den letzten Satz beugen sollte eigentlich für eine RP 7 ganz gut durchgehen. Wurde zwar schon ein bisschen schwerer, aber passt. Keine Planänderung, keine Candido-Lifts, sondern Conventional Deadlifts, weil ich echt ziemlich Lust drauf habe. Ja, ich habe einfach Bock drauf, den Lift zu leveln. Und deswegen da 6er, 3x6. Ich werde mich wieder zwischen den Sätzen wahrscheinlich melden oder danach, um wieder ein bisschen über das Thema zu quatschen. 3x6 mit keinem Plan wie viel Kilo. Let's go. Alright, ich habe 2 Hebesätze durch. Also 2x6 mit 180. Für 6er, ich habe es auch schon gesagt. Ich bin durch. Really, bin richtig im Sack. Haut auf jeden Fall rein die Einheit. Ich hoffe, ich habe morgen nicht zu der Muskelkater, sodass ich ja am Montag, also 2 Tage später, dann wieder einen einstiegigen Zyklus finde. Beende nächste Woche. Leute, ich bin so tot. Auf jeden Fall, weiter geht's. Nächste Sache, die auf jeden Fall nennenswert wäre, wäre das. Wenn du einen Wettkampf gemacht hast und erstmal nichts ansteht, also nicht ein weiterer Wettkampf direkt, du wahrscheinlich, beziehungsweise die meisten Leute, erstmal ein bisschen Zeit sich nehmen sollten, unspezifischer zu werden. Manche nehmen sich das auf jeden Fall zu Herzen, manche juckt es überhaupt nicht. Einfach mal nicht 3x die Woche zu beugen, zu drücken oder zu heben, je nachdem wie ihr das Programming gestaltet, sondern einfach mal einen Tick unspezifischer zu werden, ein bisschen halber zu beugen, statt lower zu beugen. Vielleicht auch mal komplett nicht eine Langhantel zu benutzen, einen Zyklus. Viele haben, also es gibt halt Leute, die nach so einem Wettkampf überhaupt gar keinen Bock auf Mainlifts haben. Leute, die sofort wieder Bock auf Mainlifts haben. Und ich denke, für viele Leute wäre auf jeden Fall ein guter Approach, sich nach dem Wettkampf so ein bisschen Zeit zu nehmen, nicht so sehr die Grundübungen in den Fokus zu nehmen. Einfach aus dem Aspekt heraus, dass es sinnig ist, nicht immer die Übungen zu machen, weil es halt sonst wahrscheinlicher ist, dass es zu Overuse-Injuries kommt, also Überlastungs-Injuries, also Verletzungen, weil du immer in der gleichen Bewegung warst. Deswegen kann es vielleicht mal Sinn machen, andere Bewegungen zu machen, auch wenn es nur ein wenig unterschiedlicher Bewegungsradius ist, kann es auf jeden Fall einen Unterschied machen. Also vielleicht ein bisschen unspezifischer werden. Puh, Leute, ich bin richtig im Sack. Jetzt noch ein Satz, dann geht's an die Print Press. Und bevor der Print Press oder während der Print Press zeige ich auch die letzte Sache. Aber erstmal den Shit durchbekommen. Let's go.
Alright, Pinpress ist so gut wie durch. Ich mache jetzt noch einen Satz. Es waren jetzt 90 Kilo für einen 3x4. Ich musste ja die ganze Woche so ein bisschen hin und her switchen, was die Übung angeht. Also normalerweise sieht die Einheit halt nicht so aus, aber ich musste es halt hin und her switchen, weil ich zeitlich nicht anders Zeit hatte. Und wegen dem Muskelkater, den ich mir am Anfang der Woche geholt habe. Apropos guter Einstieg in den Zyklus nach dem Wettkampf. Da hätte ich auf jeden Fall mit weniger Volumen einsteigen sollen als 5 Beugesätze an einem Tag, obwohl ich in der Woche vorher 6 oder 7 hatte, über ganz viele Wochen hinweg. Also Genius Kevin ist am Start. Yes, letzte Sache ist eine ganz simple Sache, die wahrscheinlich manche werden mir zustimmen, manche nicht. Aber ich handle es gerne so mit meinen Athleten, den Wettkampf nach, also den Zyklus nach dem Wettkampf, etwas entspannter generell angehen zu lassen. Also einfach mal ein wenig zur Ruhe kommen, sage ich jetzt mal. Man kann nicht das ganze Jahr über grinden, zumindest nicht, wenn man den Sport super, super lange machen möchte. Dann kannst du nicht immer durchpushen, du brauchst mentale Breaks. Du brauchst einfach ein bisschen Erholung für den Körper, trotzdem natürlich Arbeit zu machen, weil sonst, also nicht ins Gym zu gehen für eine ganz lange Zeit, fällt den meisten halt super schwer und ist halt meiner Meinung nach auch nicht so sinnig unbedingt. Im Gym zu sein hat schon seine Vorteile, psychisch aber natürlich auch, ne, körperlich am Start zu sein, sich seine Form so nicht zu verlieren. Also ich würde auf jeden Fall nach dem Wettkampf trotzdem ins Gym gehen, aber wirklich ein wenig entspannter zu machen. Du kannst nicht 365 Tage im Jahr 24/7 grinden, du brauchst auch ein bisschen entspanntere Phasen und nach dem Wettkampf ist genauso eine Zeit, meiner Meinung nach. Man muss hier natürlich auch nicht ewig ziehen, es muss nicht mal ein ganzer Block lang sein, aber vielleicht ein Tick länger als nur ein Deload. Manche Leute werden sagen, okay, hey, nach dem Wettkampf bin ich super hyped, ich möchte jetzt ballern. Das kann ich auch verstehen, das kann ich sehr verstehen. Und ist auch voll okay, wenn das so ist, dann let's go. Aber für einige Leute wird es auf jeden Fall so sein, dass sie nach dem Wettkampf ein bisschen entspanntere Phase gut verkraften werden und das den Personen auf jeden Fall relativ gut tun wird. Yes, das war's auch mit dem Video, Leute. Falls euch das Video so gefallen hat, mal in einem etwas anderen Format, dann gerne in die Kommentare schreiben. Fällt sowieso gerne was in die Kommentare. Das hilft dem Channel ein bisschen zu wachsen. Ein Like da lassen oder sonstiges. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Das war's mit dem Video. Wenn ihr Themenwünsche habt, auch gerne in die Kommentare. Aber jetzt bin ich auch raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Trainingswoche und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!